Taufliege, Taufliegen. Wow, 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 wow. Oh nein! Didi liegt, Didi liegt. Oh Gott. Scheiße. Die ganzen Tage in der Probe ging alles schön. Ja, ich komme danach, Philly. Ich muss wieder zurück, das nützt nichts. Die Ladung ist weg, da nützt auch kein Aufrichten. Bis gleich. Bis gleich. So, ich fahre hier kurz durch die Pampa. Ich nehme dann meinen alten Weg wieder durch den Fluss. Ich glaube, da komme ich besser mit klar. So, ich habe das nächste Fahrzeug freigeschaltet. Sehr gut. Was ist denn das? Dieser orangene Tankwagen oder so. So, dann muss ich doch mal irgendwie mal die nächste Verdickung aufschalten, weil die Wert fürs Verdickung aufdicken bezahlt. Gibt's, darf ich mein Handy ganz kurz aus dem Fenster holen? Ich hab meins schon ausgeschaltet. Stirb, Facebook. Es ist übrigens gerade aus unserer Konvoi-Gruppe, deswegen. Ja, 65 Punkte. Ja. Jetzt habe ich nur noch 20 Schaden. So, die nächste Verdeckung ist gleich auch weg. Erik? Ja? Ich werde jetzt was bitten, kannst du mal helfen? Nein, warte, ich krieg das nicht. Ich muss das irgendwie kriegen. Ich spiele das Spiel nochmal im Singleplayer, deswegen muss das eh kriegen. Ah, das ist aber eine Gefahr. Jo. Das ist schön, dass ich nichts schreiben muss im Chat. Immer diese Chat. So. Ja, Chat. Grüße an Wotan, Merkort, Finnlines. Grüße an die Tiefe der... was würde ich sagen? Die Wassertiefe, Grüße auch an die Wassertiefe. Das meinte ich übrigens mit Greenpeace. Diving, ich tauche. Gefährlicher Wasserstand. Wenn ihr jetzt kurz auf der Karte mal guckt, da wo ich jetzt bin, genau neben mir ist die Werkstatt. Stopp, okay. Stopp, wo bist du? Ganz oben beim Ziel links. Ich sehe, da fahre ich ja gerade hier. Genau, und da ist die Werkstatt, die zweite. Ja, da bin ich gerade stehen. Ich mach gerade hier die andere Verdeckung. Wir sind nur was betonen hier auf Erik, ich glaube, du musst mir helfen. Moment. Wie lange brauche ich denn noch bis zu der Abdeckung? Fahr mal eben zu der einen Abdeckung, ne? Sollte gerade sein. Ach Gott, die hilft mir schnell selber. Nein, noch nicht. So, ich sehe schon das erste Ziel. Töpfen uns immer wieder mal selber, das macht mehr jeden Tag. Selfmade quasi dann US. Motor starten, vielleicht? So. So. Auf geht's. Ab geht's. Drei Tage wach. Nee. Lützenkirchen, genau. War das auch Ösis? Hä? Was? Lützenkirchen, drei Tage wach. Das müsste ein Österreicher sein. Ja, ne? Hier fährst du wieder über die Werkstatt. Ja. Dann treffen wir uns da, weil ich bin jetzt kurz vorm Abladen. Und dann nehme ich nämlich den Werkstattaufleger mit und mache hier hinten die Werkstatt frei, weil das sind ja schon 4 Punkte. Mit dem großen Ding. Auf geht's. Oh Gottchen. Au. Nein, 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 nein. Ah. So, ersten 4 Punkte sind weg. So, wir wollten ja wieder zur Werkstatt hier. Ja. So, und die nächste Abdeckung ist weg. Ja, perfekt musst du, das brauchen wir um gar nichts mehr kümmern. Mache ich die Abdeckung hier hinten, die bei mir ist, auch gleich mit? Die mache ich gleich, ich mach's gleich, ich komm schon. Ich muss mir das selber mal helfen. Was mach ich denn jetzt hier echt? Für die.
Peinliche Fahrweise. So. Huppala, 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 das geht nicht. Ich bin falsch abgebogen. Versuch nochmal. Mann! Ich kann den Ärger gerade überhaupt nicht verstehen. So entspannend, da Bäume niederzufahren. Ja, im Wald, die Vöglein zwitschern. Nee, die habe ich schon alle auf Überfahren. Da wird sie nichts mehr bei mir. So. Wahrscheinlich versenke ich gleich mein Auto. Ja. Bin ein Hellseher. Bin ein Hellseher, ich sehe nur dunkel. So, müssen wir da mal. Das geht jetzt tödlich sein, was ich tue. Na, ist nicht tödlich. Na. Du bist perfekt. Achievement unlocked, Diver. Das gut geht. Wo bin ich eigentlich hingestellt mit dem anderen Auto? Das andere Auto. Denn das? Achso, das ist nur weiter vorn. Nee, das ist da drin. Wo muss ich doch her? Ich komme übrigens dann gleich zur Abdeckung, lieber Filet Vanille. Ja, dann fahre ich doch durch den Fluss. Also hier komme ich nie mehr zurück ganz raus. Oh oh. Dafür probt man tagelang vorher. Hast du dich schon wieder umgelegt? Nein. Nein, und hat sich aber ich bin falsch, bin falsch abgebogen und komme immer weg rückwärts raus. Du liebe Greenpeace Leute, da. Zeig's mal, was im Lächeln wollen noch. Abholzen. Okay. Dass ich hier rum jetzt wieder rauskomme. Das sollte gehen, ja. Okay. Mit diesen... Weißt du jetzt was, Erik? Du hilfst mir jetzt mit dem anderen Fahrzeug da jetzt aus dem See da. Dem Lake Lagoon da. Keine Ahnung, was das immer ist. Okay. A big curse off, ich steck mit anderen auch fest. Allrad E, das ist ja eingeschaltet. Ja. Gut, jetzt machen wir, was der Didi gesagt hat, gerne da oben in... Ich hab den Motor abgewürgt. Ja, lass uns einfach. Bau. Von hier nach da. Oh, 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 oh. Geh zu dem an, was im Safe ist, steckt irgendwie. Ja, ich fass es nicht. Didi, wie kann man die Gangschaltung wieder wegmachen? Wieder draufklicken und dann wieder nach oben rechts stellen. Ach, cool. Ja, ich glaube, das schneiden wir raus. Ich bin zu blöd für heute. Na, es bleibt alles drinnen. Ich... Also, nochmal. Mann. Erik, wo bist du denn? Ich stecke gerade fest. Ich beeil mich. Ich versuche jetzt nochmal, dass ich mich mit dem anderen Auto da rausziehe, aber das steckt ja fest irgendwie. Philipp, wo steckst du? Ich stecke hier oben mitten im Wald über dem Ziel, weil ich die Verdeckung holen will. Hier sind so viele Bäume. Ja, ist ja nur ein Wald. Ja, ja. Ach, gibt es in der schon nicht so ein paar Baumstängel? Bäumchen. Nee. Da musst du suchen. Da gehen wir auf Waldexpedition.
Welchen Feuchtig. Wald? Den Häuserwald? Ja. Gut. Oh, du jetzt fängst das Spiel an und musst auch direkt dicke Baumstämme nehmen. Vielleicht hätte man mal mit Zahnstochern anfangen sollen. Ach so, ja, oder Streichhölzer, das war da die Idee gewesen. Das wäre die nächste Stufe, ja. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, da musst du ein bisschen mehr aufpassen. Aber Streichhölzer ist nichts für aggressive Leute. Dann ist der Wald weg. Das wäre jetzt aber gut. Der war dazwischen der Weg, da kannst du gar nicht schauen. Wer spielt Train Fever? Irgendwer spielt Train Fever. Keiner, keiner. Ich habe ein echt sehr bemitleidenswertes Vorverhalten. Das ist schon richtig bemitleidenswert. Ey, wenn sich das am Arsch hat, da wird sich tot lachen. Gut, da kann ja wenigstens so schrecklich fahren, aber... Rast wieder alles an. Ah, jetzt, ich sehe langsam die Verdeckung, da ist sie doch. Du Erik, ich glaube, ich brauche die Hilfe dann nimmer. Warte, ich... ja. Aber mein Motor brennt halt ein bisschen, das ist halt, glaube ich, nicht so gut. Meine auch, ich habe 209 Schaden. Halleluja. Ja. Ich habe 219. So viele Bäume habe ich gerade schon umgemäht hier hinten. Ja, es gibt ja auch irgendwann Erfahrungspunkte. Ja, liebe Greenpeace, liebe Greenpeace, ja. Au weh. Liebe Aktivisten von Greenpeace, dieses Spiel zerstört eure ganze Arbeit. Jawohl, Verdeckung ist frei. Das war aber eine Qual jetzt. Ah ja, jetzt sieht man wenigstens wieder genug. Ja, ja, Erik, ich hab's geschafft, ich hab den anderen gefunden. Darf ich nur betonen, ich stecke jetzt mit dem anderen auch fest. Ich bin gleich da. Ist Philly bei euch in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Oben bei der, beim Ziel noch. Bei der Werkstatt da. Ja, Erik, ich brauche der Hüter. Ich muss Werkstattpunkte oder so liefern, irgendwo hin, ne? Ja. So, jetzt bin ich mal ganz mutig mit 1 plus und Holz. Mal ein bisschen Zeit aufzuholen. Er schiebt sich ein bisschen zurück, der liebe Onkel Truck. Doktor da. Man schiebt ein bisschen zurück noch. Nur Sticky, ein Meter noch, bitte. Ehrlicher Wasserstand. So. Also hier auf der Strecke geht's noch mit 1 plus zurück zur Werkstatt mit Holz. Ja, Rick, ich schaff's. Ja. So heikel. Ich schaff's. Ja, ich hab's geschafft. Yes. Oder zumindest zu 40%. Na, ich hab's geschafft. Es sei denn, der kippt jetzt da um, dann... Na, jetzt bin ich wieder in dem blöden Loch drin. Na. Na, dieses blöde Loch da. Ja, da kann ich mich zwar ausziehen. Das bin ich eigentlich da runtergefahren, also für den Erik, gell? Ja. So. Wer fährt da den blauen Tankerflieger? Ich? Der Erik. So, ich wollte mal gucken, mit dem komme ich... Da. Ja, ja. Gut hin. Ja. So, ich bin frei. Wieso habe ich da... Da, gut, da ist jetzt eh noch mehr Abdeckung irgendwie.